Wir haben uns versammelt in diesem schönen Hof in der Milchstraße 28, der legendären Adresse. Ich weiß nicht, ob noch jemand unter den Gästen ist, der damals schon bei Gunter Sachs hier war. Ja, gibt es sogar. Tatsächlich wirklich ein hochspannender Prozess. Alles Organische, was ich vielleicht in das Porzellan mit hineingearbeitet habe, verbrennt ja. Also ich kann Dinge mit einarbeiten, die dann bizarre Strukturen geben, die nicht mehr erkennbar sind. Nun, ich bin der Büstenmaler. Zu dem Namen bin ich einfach gekommen, weil ich in die Wüsten der Welt reise, um dort zu malen. Für mich galt es immer schon, als ich Archäologie studiert habe, ich wollte Abenteuer erleben, ich wollte raus in die Welt, ich wollte die Welt kennenlernen und mich aussetzen, etwas, was auf mich zukommt, was ich aber nicht berechnen kann.